Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr mich heute in meinem Schrebergarten besuchen kommt. Wie ihr ja vielleicht wisst, bin ich Botschafterin für Kinder stark machen, einer Initiative der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und ich setze mich für euch ein und möchte gerne, dass ihr stark werdet. Ich will euch ein Beispiel geben. Ihr habt ein Fußballspiel oder Handballspiel oder spielt irgendetwas anderes und verliert, dann fühlt sich das meist richtig doof an. Wenn man es dann aber nochmal versucht und besser macht und beim nächsten Mal sogar gewinnt, dann fühlt sich das richtig gut an. Und es stärkt das Selbstvertrauen. Und es ist total schön, dass die Erwachsenen euch dabei unterstützen. Zum Beispiel eure Eltern, Lehrer oder Trainer. Schön ist auch, wenn man ganz viel Zeit miteinander verbringt. Vielleicht schaut ihr heute gemeinsam mit euren Eltern dieses Video. Vielleicht bastelt ihr auch gleich gemeinsam. Oder experimentiert, das würde mich total freuen. Wenn ihr mitmachen möchtet, dann benötigt ihr heute Folgendes. Bastelutensilien, buntes Kreppband, Luftballons, Stoffreste, so circa 25 x 25 cm, Zeitungspapier, Watte, Reis und Bindfaden oder Wolle. Ihr seht mich ja hier in einem Video und das ist toll, denn ihr könnt jetzt jederzeit mal eben die Stopptaste drücken, noch etwas besorgen und dann auch wieder starten. Ihr könnt mich also ausnahmsweise mal beliebig oft anhalten und starten und zurückspulen. Jetzt geht's aber los mit unserer ersten Aufgabe. Heute möchte ich mit euch verschiedene Flugbälle basteln. Und wir starten gleich mal los. Also als erstes mache ich den kompliziertesten Flugball. Und der wird mit Reis gefüllt sein. Dafür schneide ich hier erstmal den Luftballon kaputt. Wenn ihr übrigens mit Kleinstteilen arbeitet, dann passt bitte auf, wenn kleine Kinder in der Nähe sind, dass die da möglichst nicht drankommen. Ich habe hier einen Trichter und werde nun den Luftballon mit Reis füllen. Achtung! Und damit das jetzt auch hier drin bleibt, werde ich nun diesen Luftballon noch zukleben. So. Und einmal so. Als nächstes braucht ihr euer Krepppapier. Da habe ich hier schon mal ein paar Streifen geschnitten. Und diese Streifen legt ihr jetzt mit auf das Tuch. Und jetzt faltet ihr alles in der Mitte zusammen und bindet diesen Flugball mit einem Wollfaden zusammen. Fertig ist unser erster Flugball. Haha! Und jetzt bastelt ihr zwei weitere Flugbälle. In dem einen Flugball ist etwas Watte drin, was ihr auch zu einer Kugel formt. Und in dem anderen Flugball ist Zeitungspapier. Und auch hier macht ihr eine Kugel draus. Ansonsten wird der Ball genauso gebastelt wie der erste, den ich euch gerade gezeigt habe. Und dann haben wir drei verschiedene Flugbälle mit verschiedenen Inhalten. Und da wollen wir mal gucken, ob die sich auch unterschiedlich verhalten. Hier kommt unser Experiment. Dann wollen wir mal die verschiedenen Flugeigenschaften von unseren Flugbällen ausprobieren. Ich beginne mit dem Watteball. Das ist bei mir, glaube ich, auch der leichteste. Achtung, ich werfe mal und okay, er fliegt jetzt nicht wirklich so richtig weit. Dann nehme ich mal den etwas schwereren und das ist bei mir der mit Zeitungspapier. Achtung und ah, guckt, er fliegt schon etwas weiter. Dann nehme ich jetzt den letzten Ball. Das ist der, der mit Reis gefüllt ist. Der ist bei mir deutlich am schwersten. Und okay, er fliegt auch am weitesten.
Es liegt also daran, wie weit ein Ball fliegt, wie schwer er auch ist. Also es liegt an dem unterschiedlichen Gewicht der Bälle. Und deshalb haben Bälle im Sport auch alle verschiedene Formen und Eigenschaften. Schaut mal hier. Beim Fußball zum Beispiel, der Fußball hat immer genau diese Größe und genau dieses Gewicht. Handball, genau das Gleiche, der ist etwas kleiner. Er wird ja aber auch mit der Hand geworfen. Dann gibt es hier noch ganz andere Bälle, zum Beispiel Federbälle. Die sehen ganz anders aus, haben aber auch ein bestimmtes Gewicht und damit funktionieren sie dann am besten. Genauso wie bei dem kleinen Tischtennisball und der ist natürlich ganz, ganz, ganz leicht. Also, Bälle haben alle ein unterschiedliches Gewicht und deshalb fliegen sie auch unterschiedlich weit. Mensch, bei so vielen Bällen, da habe ich richtig Lust, auf einmal Sport zu machen. Macht ihr mit? Heute machen wir Sport mit unseren selbstgebastelten Flugbällen und ich beginne mit dem, der Reis drin hat. Achtung, wir werfen hoch und fangen wieder auf. Erstmal mit einer Hand werfen, mit beiden Händen fangen, mal mit der anderen hochwerfen und fangen. Das geht ziemlich gut. Ah, guck mal, da sieht man richtig schön, wie der Schwerpunkt, also das, was wirklich schwer ist an dem Flugball, wie sich das immer nach unten dreht. Hui, okay, wir nehmen den anderen Flugball. Hier habe ich den mit Watte. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Nehmt ihr auch einen anderen Flugball? Jawohl. Oh, der ist wesentlich leichter. Auch hier sieht man wieder, wie sich die Watte nach unten dreht. Wir werfen wieder hoch und fangen mit beiden Händen auf. Hochwerfen, auffangen, hochwerfen, auffangen. Und Gott sei Dank habe ich noch den dritten. Das war der, der mit Zeitungspapier gefüllt ist. Achtung, hochwerfen, mit beiden fangen, hoch. Und fangen, hoch und fangen. Guck mal, ihr seht richtig, wenn der Wind von der Seite kommt, dann fliegt er immer ein bisschen zur Seite. Hoch und fangen, hoch und fangen. Okay, jetzt wird's etwas sportlicher. Dafür nehme ich aber wieder den schwereren Flugball, der mit Reis gefüllt ist. Wir werfen ihn hoch, berühren den Boden und fangen den Flugball hoffentlich wieder auf. Achtung, hochwerfen. Oh, jawohl, geschafft. Achtung, hochwerfen. Ja, da müsst ihr natürlich etwas höher werfen, damit ihr genügend Zeit habt, den Boden zu berühren und wieder aufzustehen. Schöne Kniebeugen machen wir hier. Ah, oh, nicht gefangen. Macht überhaupt nichts. Wir probieren das jetzt mal mit einem anderen Flugball aus. Ich habe jetzt den genommen, der Zeitung drin hat. Achtung, hochwerfen. Gerade eben gefangen. Achtung nochmal. Hochwerfen. Nicht gefangen. Jetzt darf der hier nochmal spielen. Das war der, der Watte drin hat. Achtung. Hochwerfen. Jawohl. Gerade eben gefangen. Und noch einmal. Ah. Ihr seht, auch bei mir geht nicht immer alles glatt. Aber das macht Spaß, mit selbstgebastelten Flugbällen eine Runde Sport zu machen. Nach so viel Sport nicht vergessen, was zu trinken. Am besten Wasser. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vielleicht könnt ihr ja von meinem Experiment oder meiner Bastelei euren Freunden oder eurer Familie erzählen. Und wie gesagt, ihr könnt dieses Video natürlich jederzeit noch mal neu starten. Wenn ihr noch ein paar Anregungen braucht, dann könnt ihr auch mal auf unserer Internetseite stöbern. www.kinderstarkmachen.de. So, und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.